Hallo zusammen, ich bin wieder da, zu Priska, die heute Eve eine andere Geschichte erzählt. Eine Geschichte von einem ganz speziellen Königreich. In diesem Königreich hat es eine Königin und dann hat Krieg gar nicht interessiert, Länder erobern und noch weniger, reicher zu werden, noch viel weniger. Seine Leidenschaft war Kleider. Der König hat die ausgefallenste Kleider, was es gibt. Muster, die man sonst nie noch findet. Stoffe, die es auf keinem anderen Land gibt. Der König hat so gerne gewandt und hat sich so gerne angelegt. Man hat gesagt, dass mehr als die Hälfte Zimmer in seinem Königreich, in seinem Palast, nur mit Gewändern gefüllt waren. Und dass er jede Stunde an jedem Tag, vom ganzen Jahr, ein anderes Kleid hängen können. Eines Tages haben sich zwei Schneider beim König vorgestellt und haben gesagt, sie seien ganz, ganz spezielle Schneider. Sie machen Gewand so ausgefallen und so kurios und so exquisit, dass es nur intelligente Leute sehen können. Alle, die blöd sind, alle, die Idioten sind, die können das Gewand nicht sehen. Oh, wenn der König das gehört hat, hat er gedacht, dann werde ich endlich mal wissen, weil es in meinem Königreich intelligent ist. Ha, so ein spezielles Gewand, das muss ich jetzt noch gerade haben. Die zwei Schneider haben natürlich gesagt, dass ein Geldvorschuss braucht und das ist goldige Fäden und das ist ganz teure spezielle Stoffe brauchen. Der König hat ihnen alles gegeben und noch gerade doppelt so viel. Die zwei Schneider sind in unserem Palast, haben sich die Hände gerieben, haben gesagt, so, super. Es sind nämlich gar nicht zwei Schneider gewesen, aber zwei Halunken. Sie sind aber trotzdem bis in die Stadt. Haben das Nähatelier aufgetan, haben die Nähmaschine sich zugetan und haben angefangen zu rattern mit diesen Maschinen. Die Balken haben schön zugetan, dass die Leute nur kehren, aber nichts sehen, aber das sie genau genügend. Was sie gemacht haben, das Geld, der goldige Faden und der Stoff, haben sie in ihren Sack verschwinden. Und so ist es gegangen, dass die Leute von der Stadt die Maschine gekehrt haben, quasi Tag und Nacht. Und eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat. Und nach einem Monat haben die zwei Schneider und können wissen, dass noch mehr Stoffe brauchen, das ist noch mehr Goldfäden brauchen, das ist noch mehr Geld brauchen. Und der König war so neugierig, so gewundrig. Aber er hat das Gewand nicht schon selber schauen wollen. Er hat nachgedacht. Ah ja, mein Minister, mein ältester Minister. Ach, der war schon so jahrelang mit mir zusammen geschafft. Ich schicke dann mit dem Geld, mit dem Stoff, mit dem Goldfaden. Dann soll er mir dadurch erzählen, wie das Gewand aussieht. Der Minister war einverstanden, hat alles eingepackt, ist bis in die Stadt gelaufen, hat am Nähatelier geklopft an der Bord und hat gewartet. Einer von den Halunkenschneidern hat mir aufgetan und hat gesagt, komm dich. Der Minister. Ja, ist er jetzt blöd oder was? Ist er jetzt ein Idiot? Die Maschinen sind da und nein, er rattert und rattert, aber es ist kein Stoff am Boden. Es hängt nie an das Gewand. Es ist kein Gewand in einer Nähmaschine drin. Was ist? Er sieht nichts. Da kommt einer von den Schneider auf ihn zu und sagt, ihr sagt nichts, gefällt euch das Gewand nicht?
Schau, das ist der Tschopo. Der haben wir genau so geschnitten für die Taille vom König. Und schau, das sind die Hosen. Und sie haben einfach nichts in der Hand gehabt. Und der Minister hat gedacht, uiuiui, ui, jetzt muss ich schnell etwas sagen. Sie exquisit, grandios, wunderbar, das Gewand, wenn ihr hier näht. Gellet nummer, haben die zwei Halunka-Schneider gesagt. So, dann gebt nicht das Geld, gebt nicht den Stoff und der Goldfaden. Und wisst ihr was? Wir werden das Gewand in 2 Wochen dem König bringen, dass er es anlegen kann für seine jährliche Prozession durch die Stadt. Aha, hat der Minister gesagt und ist wieder zurück zum Palast. Und da hat der König gewartet, er ist schon so von einem Bein auf das andere und hat getrapscht. Und wenn er den Minister gesehen hat, ist er mal entgegengelaufen und hat gesagt: Und dann? Exquisit. Ganz speziell. Hervorragend. Unglaublich, das Gewand. Das müssen wir dann für jährliche Prozession anlegen. Ah, der König ist zufrieden gewesen. Und noch während 2 Wochen haben die Maschine gerattert und gerattert in dem neuen Atelier. Die 2 Schneider haben einen Kutscher verlangt, an dem Tag, wo die jährlichen Prozessionen stattfinden, sind mit dem Gewand, mit dem unsichtbaren Gewand, in die Kutsche und in den Palast. Der König und alle Minister haben gewartet und die 2 Halunken sind rausgekommen, haben die Arme so von sich gestreckt, wie es tonnenweise Gewand würde tragen und sind vor allem in den Palast gelaufen. Die Minister haben nicht so recht gewusst, was sie sollen sagen. Der König hat gelächelt und hat gedacht, ja, ich bin jetzt schon so lange Königin in diesem Land. Bin ich jetzt hier eigentlich blöd? Bin ich ein Idiot? Das kann es ja nicht sein. Ich sehe das Gewand, ich sehe das Gewand, ich sehe das Gewand. Und wenn die 2 Schneider an das haben ausgebreitet, dann haben sie gesagt, wunderschön. Exquisit. Genau das, was mir noch gefehlt hat. Die 2 Minister haben mir gesagt, die 2 Schneider einer hat mir gesagt, also ihr müsst Eif von dem Blut ausziehen, weil wir haben sogar die Unterhose für Eif geschneidert. Der König hat sie von dem Blut ausgezogen und die Schneider sind jedes Mal gekommen mit dem Gewand, haben es angelegt, haben wie es nochmal zusammengenäht und sind wieder mit dem Teil Gewand gekommen. Und dann haben sie mir gesagt, wisst ihr, das ist so delikates Gewand. Das ist so feines Gewand, wie ein Spinnennetz. Man spürt es fast nicht auf dem Körper, aber es ist da. Und wenn sie noch fertig haben, angelegt haben, hat sich der König vor dem Spiegel gedreht und angeschaut und zu allen Seiten, hat seine Minister angeschaut und hat dann gesagt, und da? Und keiner von diesen Ministern hat ja blöder sein als der andere und alle haben gesagt, super. Schön, perfekt, exquisit. Und da ist der König in unserem Palast auf seine Kutsche gestanden und hat die jährliche Prozession durch die Stadt angefangen. Niemand von den Zuschauern, niemand, kein einziger Einwohner von der Stadt hat ja blöder sein als der andere und alle haben gesagt, hoch lebe der König, so ein schöner König, so ein schönes Gewand, so ein ausgefallenes Gewand. Und alle haben gejubelt. Und auf einmal hat das Kind ausgehört, aber der König ist doch von den Blutten. Es ist ein Moment still. Und dann hat jeder dem anderen gesagt, der König ist von den Blutten, der König ist von den Blutten, der König ist von den Blutten. Und das hat so ein Wirrwarr gegeben. Und es ist bis zu der Ordnung vom König gekommen, wo ich gedacht habe,
Er hat sich das aber nicht eingestehen, hat sich noch besser auf der Kutsche installiert, hat sich noch grösser gemacht und ist die ganze Prozession von den Blüten durchgegangen. Wenn er im Palast ankam, hat er natürlich nach den zwei Schneidern gefragt. Aber die sind schon längst alle über den, aber alle Berge hinweg gewesen. Und so hat der König sein exquisites Schuss gewandt.